Hertha spielt heute im DFB-Pokal, Freunde. Ich sage euch, gegen wen wir spielen. Hamburg, meine Perle. Letztes Mal haben wir 3-0 auf die Fresse gekriegt. Heute ist DFB-Pokal, andere Regeln. Das heißt, wir kriegen 5 auf die Fresse. Viel Spaß, wir gehen ins Stadion. Erste Zwiebelreihe, zweite Zwiebelreihe, dritte Zwiebelreihe, vierte Zwiebelreihe. Und lange Unterhose. Und Skischuhe. Das Ganze hat auch einen Grund, warum ich so dick angezogen bin. Ja. Hier ist immer noch Schnee, wobei heute ist schon wirklich sehr, sehr viel geschmolzen. Es ist schon ein bisschen wärmer geworden. Wir steigen jetzt auf jeden Fall rein in die S-Bahn, weil seit dem Unionsspiel, seitdem die Klimakleber da am Start waren, da sehe ich mich einfach wirklich nicht mehr mit dem Auto zu fahren. Wir fahren mit dem Auto immer in die Nähe vom Stadion, wo man entspannt mit der S-Bahn einfach durchdüsen kann. Und dann steigen wir da hinten ein, Baby. Vamos, hermanos. Da sind wir, Freunde. Haben wir geschafft. Wunderschöne junge alte Härte, Hertha-Dame. Nein, wirklich. Rein da jetzt direkt. Hier ist natürlich gut was los. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein da. Mein Tipp heute, Freunde, ist natürlich ein Hertha-Sieg. Auch wenn das tough wird. Tougher als tough. Ich sage, Hertha gewinnt heute mit 2:1. Ohne Hertha-Brille. Ich revidiere mich nochmal, Freunde. Mein Tipp ist 1:1, Verlängerung. Hertha gewinnt im Elferschießen. Schaut mal, Freunde. Wenn sie mir schon nicht passt, dann wenigstens ihr. Ist das eine ultra geile Hertha-Jacke, Freunde? Das ist die, die ich beim Secondhand-Laden gefunden habe. Und die haben hier einfach nicht den Schnee weggemacht. Das ist natürlich schon sehr schön. Ach, in Blau ist es doch immer noch. Einfach am schönsten, Freunde. Einfach am allerschönsten, Baby. Das da, Freunde, das ist übrigens die Schlange für den Döner. Jedes Mal aufs neue todeslang. Aber ist auch ein guter Döner. Ich werde mir jetzt erstmal wieder zum Holzkohlegrill einfallen. Oder mache ich erstmal eine Runde heute? Erstmal gucken, was es so gibt. Vielleicht gibt es was Neues. Wollen wir eine Runde machen oder nicht? Oder was trinken erstmal? Dann haben wir dir die Hände voll. Was tippst du eigentlich? 3-1 Hertha. 3-1 Hertha! Also das ist hier schon geil. Wir haben wieder Amrit, wir haben Bratwurst, wir haben Rex Kretz, wir haben Bier Express und alles im Schnee. Das ist schon sehr, sehr geil. Ich glaube, wir haben sogar einen neuen Stand hier. Den kenne ich noch gar nicht. Das ist einfach Affenfrittengeil. Ist, glaube ich, neu. Habe ich so noch nicht gesehen. Aber wisst, Freunde, aktuell ist immer noch bei mir Diät angesagt, auch wenn man es mir nicht ansieht. Aber ich versuche mich trotzdem irgendwie dran zu halten. Vor allem, wenn ich jetzt nicht hier bin zum Essenstesten. Aber ich habe heute noch nichts gegessen außer Frühstück. Und ich glaube, jetzt kommt die Auswärtsmannschaft rein. 19.54 Uhr, also noch ungefähr eine Dreiviertelstunde, bis es losgeht, Freunde. Guck mal, bei Hertha gibt es auch so eine Hertha-Bommelmützen, Freunde. Geil, 5 Euro. Es gibt jetzt auch einfach Punsch. Hier ist das Weihnachtsmarkt-Style direkt vor. Guck mal hier, Freunde, ich zeige euch mal kurz, was es hier noch gibt. Auch im Winter. Das Olympia-Freibad, Freunde. Ist nicht eingefroren, aber ist gut eingeschneit, Alter. Ich glaube, ich habe meinen Laden gefunden. Den kenne ich noch gar nicht. Der hat einfach ganz verrückte Sachen. Der hat, Thüringer Rostbratwurst aus Triebtes, Currywurst vom Weidelandschwein, Galloway Rinderbratwurst, Pommes mit Wildgulasch, Pommes mit Barbecue und Speck und Zwiebeln. Heilige Mariah, Baby. Uiuiuiui, Freunde, Pommes mit Barbecue. Da sehe ich mich bei dem Stand, Baby. Leck mir am Arsch. Irgendwie geil und irgendwie auf den ersten Blick eine Enttäuschung. Ich dachte, das ist ja ein viel fetteres Ding. Da ist ja nur ein bisschen Barbecue-Soße drauf. Na dann, rein da, probieren wir. Ja. Pommes, richtig geil. Schön salzig, schön gewürzt, Baby. Und die Soße, ein paar Zwiebeln und Speck, ne? Ein Barbecue. Ist geil, aber viel zu wenig Soße, Alter. Guck mal, wie viel Pommes es sind und wie viel Soße da drin ist. 7 Euro ist schon tough, ne? Dann lieber so eine Bratwurst vom Stand. Ich bin auf Diät. Also, Freunde, wir sind hier noch zwei Hamburger, Hamburger über den Weg gelaufen. Wie heißt du? Theo. Und? Jeremy. Was sagt ihr, wie geht's aus? Ich denke, es wird ein knackiges 2:1 für uns, für den HSV. Ich hoffe auf einen Sieg für den HSV so ein bisschen. Vielleicht Elfmeterschießen, aber schauen wir mal. Ey, die fragen mich, können wir ein Foto machen? Ich sag, ja klar. Ich frage so, wollt ihr im Vlog drin sein? Und dann genau in dem Moment sage ich, dann hole ich erst einmal einen Schal raus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Auf ein gutes Spiel. Viel Spaß. Danke. Also so langsam frage ich mich eine Sache, Freunde. Kriegt Hertha jeden Tag neue Stände hier? Das ist ja geisteskrank. Burritos haben sie jetzt auch noch am Start. Wisst ihr, was das Ding ist, Freunde?
dass die HSV-Leute denken, die gewinnen heute. Kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Ist ja auch alles voll logisch so vom Ding her. HSV vor uns in der Tabelle. Letztes Spiel 3-0 aufs Maul gekriegt. Aber bei der Hertha hört es jetzt anders als damals. Es ist absolut wahrscheinlich, dass wir verlieren. Hä? Sogar Pizza? Das gab's alles früher nicht. Aber 6 Euro für ein Stück, Digga. 6 Euro? Weiß ich nicht, Digga. Freunde, wir haben es geschafft. Ey. Wir standen gerade 20 Minuten für ein Getränk an. Dann sind wir einfach nicht reingekommen, jetzt sind wir reingegangen. Oh, das ist doch wunderschön, ist das. Ist das nicht wunderschön? Oh, was gibt's Schöneres, Freunde? Baby. Schnell auf die Plätze. Schnell auf die Plätze und rein in die Trinke. Bin ich nur nach Hause. Nur nach Hause. Nur nach Hause. Geh schon tough, Alter, aber jetzt gegen haben HSV wird auch nochmal leck mir am Arsch, Mollage, leck mir am Arsch. Die HSV-Kurve auch komplett full, Stadion fast ausverkauft, Freunde, fast. Stimmung ist heiß heute, Baby. Die Stimmung ist sowas von heiß, Baby, raus. Ich hab so Bock, wirklich, wenn wir dieses 3-0 vom letzten Mal wieder gut machen können. Dieser Typ, der mich so angeholt hat, das wäre so grandios, Baby. Es ist Mittwoch, 20:55 Uhr, die DFB-Pokal-Achtelfinale im Berliner Olympiastadion. Berliner! Haben sie auch ausgepackt, nur Ostkurve dieses Mal. Nach dem Fehler letztes Mal heute nur die Ostkurve. Eine schöne, schöne, schöne kleine Choreo. Hast zwar nichts im Start, aber nichtsdestotrotz. Jungs, komm! Nicht in Pokalstimmung ist. Baby! 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 Oh, erstmal krass überhaupt, dass das Saarland, wie heißen die Saarland, auf jeden Fall Frankfurt rausgekickt hat, Alter. Ey, komm schon. Komm schon, Baby. Komm schon, Baby. Eine klitzekleine Revanche, Baby. Also zeitlich, Viertel vor. Müssen wir jetzt reingehen? Oder wartet er noch, bis es vorbei ist hier drüben? Wir gehen rein! Woo! Nächster weiter! Nein, 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 jawohl! Junge, 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 und jetzt Rese, komm schon, Baby. Hol erstmal, mach den Platz und lauf! Mach die Meter! Schön. Oh mein Gott!
Ihr glaubt gar nicht, was das für eine Anspannung ist. Wirklich, ihr glaubt gar nicht, was das für eine Anspannung ist, Freunde. Wirklich. Nach dem letzten 3-0 hier heute. Und wenn ich schon wieder so angreife. Ah, Baby. Es ist aber geil, mal wieder ein Hertha-Spiel bloggen zu können, Freunde. Voll im Herzen heute. Ey, Hertha-Ecke. HSV, sehr, sehr laut. Wir sind noch näher an der HSV-Kurve als an der Ostkurve dran. Ne? Und jetzt Eckentor. Rein in die Dreckige. Und Feuer. Und Fabi. Und Feuer. Und Ruhe. Und Feuer. Was auch immer. Ist mir egal. Macht er gut. Oh. Da geht was. Da geht auf jeden Fall was, Freunde. Auf jeden Fall geht da was. Inshallah, bitte, Baby. Bitte, mein Bruder. Ich will einmal weiterkommen mit Hertha Olympia. In den DFB-Pokal. Ja. Mal. Guck mal, wir sind die Einzigen, die stehen. Und Standing. Hier, komm. Guck mal, auch schön, Freunde. Wir sind hier, letzte Reihe in dem Block. Die Einzigen, die hier noch am Stehen sind. Der Hertha gegen Hamburg. DFB-Pokal. Was ist Achtelfinale, Viertelfinale schon so weit? Da musst du supporten. Ecke für Hertha. Die kommen gar nicht so schlecht, aber kommen auch nicht so gut. Macht er gut, Derry! Wir sind da! Wie die Deutsche Bahn! Jetzt Ecke nochmal. Schwenker und die schießen fast ein Tor. Wisst ihr, was halt auch ein Problem ist, Freunde? Jeder, der gegen Hertha spielt, sagt, Digga, was habt ihr für eine Eierverteidigung? Und ja, wir haben schon eine Holzverteidigung, aber wir haben Kämpfe. Ich hoffe einfach wirklich, dass es für heute reicht, Alter. Maschine! Anstehen! Ey, Pauli ja auch, HSV ja auch wirklich vor kurzem noch 2-2 gespielt gegen Pauli mit dem fetten Torwartpanzer. Würde ich ja sowas von nehmen, so ein Panzer heute. Würde ich ja mit Kusshand nehmen, Freunde. Aber ich würde es auch, es wäre auch, also ganz ehrlich, sag ich euch, wie es wäre ein Wunder, wenn Hertha kein, wenn Hertha heute kein einziges Gegentor kriegt. Ja, das ist ein Weltwunder, Freunde. Hundertprozentig. Und da schießt er ein Tor. Ja! Der Keeper scheint sich verletzt zu haben bei der Aktion. Der lag auch auf dem Boden, ey. Ich hoffe, gleich ist alles wieder super. Steht langsam wieder auf. Was für ein Gerät, Mie. Und dann trifft er wieder den Innenposten. Klassischer Barbie Rese, dass er wieder rausspringt. Wisst ihr, was jetzt das Problem ist? Jetzt ist die Freude da. Und wenn wir jetzt noch verlieren, dann tut es noch mehr weh. Noch mehr. Was? Was fährt er für eine Taktik? Toni Leistner kommt jetzt rein. Wir führen 1-0 in der 20. Verteidiger rein. Paul Dardai, Baby! Was ist das denn, Alter? Hoffentlich wird sich das nicht rechnen. Schadenfreude ist die schönste Freude. Und Hertha wechselt aus. Linus Gechter für Toni Leistner. Ich hoffe sehr, dass es wegen einer Verletzung ist. Sonst wäre das schon irgendwie crazy, Digga. Linus
Lukas Gechter letztens noch mit seinem ersten Debüt gefühlt, Startelf-Debüt, macht ein Tor. Und jetzt hat 20 Minuten rausgeknallt, Alter. Jesus Mariah, Baby. Guck mal, Freunde. Wir haben auch, weil es so kalt ist, noch so Handwärmer dabei. Die habe ich extra gekauft, die lädt man auf, dann sollen die warm werden. Ein Scheiß sind die. Die sind arsch eisekalt. Ich dachte mir so, yo, guck ich mir mal Amazon Review an, läuft gut. Schmutz. Ganz, ganz großer Schmutz. Raus und raus und raus! Und zieh! Lauf! Oh. Jetzt wird's richtig tough für euch. Wenn ihr das erkennen könnt, seid ihr Macher. Hertha pullt ein Spruchband hoch. Nein zu Investoren in der DFL. Investoren in der DFL, ne? Da seht ihr mal, wie viele HSV-Fans hier sind, Freunde. Wirklich, einige. Ja, beschauliche Anzahl an Hamburg-Fans, die an einem Mittwochabend nach Berlin gekommen sind, Alter. Der Block ist voll. Und noch das Stadion auch an sich. Boah, ich wollte gerade was zu trinken holen. Zum Glück bin ich nicht trinken holen gegangen. Muss ja auch erstmal bringen, ne? Im Auswärtsstadion zu sehen, steht auf, wenn ihr für Hamburg seid. Digga. Hier steht einfach die halbe Stadionhälfte. Leck mich sechsfach, Alter. Willkommen im Olympiastadion, meine Freunde. Ich gebe mir jetzt was zu trinken holen, dass ich mir das nicht angucken muss. Geistesfrag, was hier los ist. Was ist denn hier los? Ist es hier noch Auswärtsblock oder was? Was ist dein Tipp? 1-1 war mein Tipp und dann Elfer schießen. Elfer schießen. Und wer gewinnt? Ja, wir natürlich. Wieder. Wir. Ja, im Elfer schießen. Aber wir im Elfer schießen. 3-0 im Elfer schießen. 3-0. Ey, das ist ja Hamburg-Block oder was? Natürlich. Das ist ja nicht zu passen, Alter. Was ist denn hier los? Ich hab das Shadow noch nie so voll gesehen, sag ich euch, wie es ist. Vor allem nicht die Kurve hier. Freunde, ich wollte nur mal einmal sagen an alle da draußen, die Wasser trinken. Medium, ihr seid geisteskrank. Ich habe mit Kursa rumgestellt, Medium kriegt ich Kotze. Ich gebe sechsfachen Kreis. Es tut natürlich jetzt weh, vor allem wenn so viele Hamburger am Einsatz sind, ne? Stellung wurde geprüft. Zur 43. Ich spreche es vorhin noch an, ey, wenn du führst und dann verlierst du noch mehr weh. Und damit ist mein Tipp 1-1 auch schon wieder. Tschüssikowski, auf morgen, bis Wiedersehen. Komm jetzt auf Halbzeitfrust. Probier's für euch. Das 6-Euro-Stück. Die Pizza in Gladbach war gut. Wird sie hier genauso gut sein? Wow. Salami. Margarita. Ofen, Baby. Rein da. Ja, dann pack mir mal das Ding aus. Es ist so kalt. Die Pizza muss auch so kalt sein. Ist das ein Businessmann? 6 Euro, Baby. 6 Euro! Hätte er gar nicht in den Ofen machen müssen. Ist genauso kalt wie vorher. Schmeckt aber gar nicht so schlecht, auch wenn man sich mal den Boden anguckt. Wenn die warm wäre, dann könnt ihr die was. Aber keine 6 Euro, Baby! Toni Leibsner, machen wir Hang! Oh mein Gott! Direkte Ecke an den Posten, will der mich verarschen? Ist okay, ihr führt 2-1, aber ich brauche direkt nur den Mund. Komm! Oh. Weiter. Komm! No, mein Gott! Wie hat er den denn rausgefischt, Alter? Junge, HSV-Keeper.
wer auch immer den von uns geköpft hat, lüpft den mit dem Kopf über den Torwart und der letzte Kralle, Alter. Komm, es ist möglich. Wir geben nicht auf, oder? Auch wenn es natürlich ein bisschen Verzweiflung ist. Wir sind jetzt die 61. und ich frage mich einfach immer noch, ich bete wirklich zu allen Göttern da draußen, dass dieser Leistner-Wechsel in der 20. Minute direkt nach dem 1-0 verletzungsbedingt war. Ich frage mich irgendwie immer noch, bei Hertha passiert nichts, sie kommen nicht wirklich gut nach vorne, irgendwie nur ein bisschen mit langen Bällen, immer über Rehse benannt, Tabakovic ist schon raus. Smail Previa kam rein, Bilal Hüseyin, der Schwede, der Junge. Ich hoffe irgendwie, dass da jetzt noch was geht, Mann. Ich hoffe es so, so sehr, das wäre... Handspiel! Handspiel! Schiri! Schiri! Das war doch Hand! Komm, bring ihn rein! Das geht's ja nicht! Oh mein Gott! Hertha, zwei Riesenchancen und Torwart von Hamburg verletzt! Was war da los? Ich hoffe, da kommt nochmal was zum Videobeweis. Aber Schiri stand eigentlich auch direkt davor. Aber es sah halt schon so aus, so als ob von hinten so an den Unterarm gegangen ist. Aber ist nix. Schiri gibt Schiri-Ball und der Lachs geht weiter. Oh, komm, Niederlechner! Ey, gute Druckphase aber gerade von Hertha. Sehr, sehr gute Druckphase. Jetzt reinmachen, die Ostgruppe ist auch am Start. Da ist was drinne. Komm. Oh, hohes Bein. Ja. Komm. Es steht was in der Luft. Hertha bis. Schau das sich an. Er kommt, ich denke, er will durch. Nein, er will mir ein Bier ausgeben. Ich sag ihm, okay, Digga, wir drehen das Ding noch. Ich guck auf seinen Schal, Freunde. Alles gut, Freunde. Ich sag ihn dir trotzdem, aber wir drehen das Ding noch. Das ist eine andere Angelegenheit, sag ich dir. Ich bin auf Diät und wollte heute kein Bier trinken. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Komm, nein! Komm schon, Mann! Komm, Acker! Warum denn? Oh, es ist so blind! Es ist so blind. Hertha ist in der zweiten Halbzeit so da. Oh, weißt du, wer reinkommt? Debütpremiere, Freunde. Niederlechner geht raus. And the first time. Influencer raus aus dem Stadion. Baby. Ja, Handspiel, nein! Wir haben heute sogar 58.956 Zuschauer. Kleiner Funfact, der mir erzählt wurde. 58.900 stimmt. Der Rest dahinter ist frei erfunden. Ist wirklich so. Ist wahrscheinlich auch überall so, aber auf jeden Fall hier bei Hertha. Raus, nix Hand, raus. Jawohl. 6 Minuten regulär, meine Güte. Ja! Let's fucking go! Let's go! Yeah, baby! Leg mich am Arsch!
Ganz genau, schön, genau. Das war aber auch der wichtigste Moment. Wenn so viele Hamburger stehen und dann am Ende stehen doch noch mehr Herthaner hier. Und Grüße gehen raus an alle, die nach Hause gegangen sind. Grüße gehen raus an alle, die jetzt schon am Bahnhof sind. Meine Nerven liegen blank als blank. Meine Nerven liegen blanken Felde. Hertha, Hertha, Hertha. Und wir gehen nicht nach Hause, sondern nach 90 Minuten in die Verlängerung. War ich ja mit 1-1 gar nicht so schlecht bisher. War da nur das Doppelte an Tore. Freunde, Freunde, Freunde. Ja, Freunde, damit begrüße ich euch schon wieder. Wir sind schon wieder jetzt rein, Alter. Jetzt wirklich Rest in Peace an alle, die morgen früh aufstehen müssen, zu Frühschicht oder so. Wir gehen rein in 30 Minuten Extra Time, Baby. 2-2, ach du Kacke, ey. Hätte mir das vorher einer gesagt. Leck mir am Arsch, Baby, leck mir am Arsch. Und Jalla, rein da. Fuck. Und lauf, Baby. Oh, der ist noch heiß. Der ist noch heiß. Genau, da weiß doch wieder keiner, was der andere treibt. Ihr seid die Geilsten, ihr wisst genau, was er tut. Was ist passiert? Warum sind die Hamburg-Fans eigentlich so, dass immer, wenn sie gewinnen, dass sie auf mich zukommen müssen? Um mehr richtig einen reinzudrücken. Jedes Mal. Nice hier, nice in Hamburg. Dann sind wir jetzt 2-3. Aber ich sag's euch, ich hab das zu 100% noch nicht abgeschrieben. Hier ist noch alles, alles, alles offen, Freunde. Guckt euch diesen Finger an, das ist der Finger, der es euch voraussagt. Kommt, direkte Antwort! Direkte Antwort! Habe ich gesagt, direkte Antwort? Ich meine, wir sind im DFB-Pokal vor uns. Scheiße. Der ist gut. Er kam so gut die Flanke und dann kriegt der Kopfball. Dann kriegt Kenny den Kopf. Und Kenny hat schon eine Kopfverletzung. Egal, zweite Halbzeit ist noch alles offen. Ist noch alles, alles offen. Aber jetzt wird's tough. Jetzt ist es wirklich zähnebeißend. Nicht aufgeben und schon wieder offensiv voll, wirklich. So langsam kann ich es gar nicht mehr glauben. Oh nein. Jawohl! Gute, mein Bruder, mein Herz ist vorbei. Ich kann das nicht mehr. Es funktioniert nicht. Keine Chance. So viele Chancen, Digga. Wenn ich HSV bin und Hertha hätte so viele Chancen, ich wäre so auch am Ende. Ich glaube, Rehse schießt, oder? Centaui schießt. Ey, schade. Schade, schade. Aber geil, dass er es probiert. Aber ja, Hertha, Freischusshöre, ne?
Wir gehen ins Elfmeterschießen. Also an der Stelle wirklich mal ganz große Grüße an die zwei HSV-Fans, die vor mir saßen. Ja, schade, dass ihr schon weg seid. Und auch ganz viele Grüße an die zwei Leute mit der Moncler-Jacke aus dem VIP, die kurz vor der Neues gegangen sind, bevor wir auch wieder den Ausgleich gemacht haben. Gruß und Kuss, Digga. Ja, Ganas. Also, wir spielen, Freunde. Auf das Tor. Da ist die Ostkurve. Wir schießen also quasi Richtung HSV-Kurve. Was tippt ihr jetzt? Was? 5-6 für HSV. 5-6. Ich sage 5-6 für Hertha. Bitte? 5-6 für Hertha. Na ja, okay. Wir sehen uns danach. Wir sehen uns danach. Mein Gott. Die Spannung war wirklich unglaublich hier. Ich will sie euch auch gar nicht wegnehmen, aber checkt mal den Link in der Beschreibung aus. Ich habe euch da meinen neuen Kanal verlinkt. Für alle, die Bock haben in Zukunft auf Essensvideos. Ich verlagere die von dem Account auf einen neuen. Da ist übrigens auch schon ein Video online, ihr Süßen. Und jetzt viel Spaß, Baby! Als allererstes schießt... Wer ist die 9? Das ist nicht Niederlechner, oder? Hertha schießt als erstes. Das ist Pelliak, oder? Zwei Pelliak. Ja! Mir dröhnt so der Kopf, das glaubt ihr gar nicht. Mir dröhnt so der Kopf. Er schießt als zweites. Ich kann es leider nicht erkennen. Ich weiß nicht, wer die 41 ist tatsächlich. 41. Bitte Nada, bitte Nada, bitte Nada. Auf geht's, ey, das ist gerade so eine Verantwortung, als jemand, der sein erstes Profispiel hat. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Fucking Jojo! Jojo Kenny! Ich werde mal danach mit Fabi Rese schießen. Ich schlage aktuell 4-3, maybe. Maybe. Ja! Ja! Fucking Rese, zwei Tore heute. Wenn er den reinmacht, haben wir gewonnen. Wenn er den reinmacht, fickt noch mein dickes Loch ganz tief. Ich kann nicht mehr. Ist gewonnen. Mach aus, danach nur den, nur das. Ja. Das gibt es doch nicht, Alter! Was ist das für ein Fußballabend? Ich hasse es nicht. Ich...
kann es nicht fassen. Ist ja unglaublich, wie ist das möglich? Und diesen Moment, auf diesen Moment habe ich nur gewartet. Ich möchte den jungen Mann grüßen, als wir 3-0 in der Liga verloren haben. Im Spiel in Hamburg, der dich so gefreut hat. Destiny, Baby! Wie ist das möglich? Entschuldigung, kann einer von euch von mir ein Foto machen? Dankeschön. Guten Heimweg. Danke, geil. Dankeschön. Ja, ja. Einfach so, ja. Einfach Stadionblock. Nee, einfach Stadionblock. Das ist Bombe. Immer gut hier. Danke, danke schön. Was für Verräter kommen aus Berlin und sind HSV-Fans. Geisteskrank, guck mal, was hier noch los ist, wenn man dann hier rüber schweift. Wie leer das ganze Stadion schon ist. Aber alle ab der Haupttribüne hier, VIP-Bereich, Osttribüne, Ostbereich, full. Einfach so schön zu sehen, macht mich so glücklich. Und ich werde jetzt mit so viel Freude nach Hause gehen und ins Bett gehen. Und es erstmal irgendwie verdauen. Das war absolut das Event des Jahres bisher. Nach dem Abstieg ist das so ein schöner Abschluss für dieses Jahr. Ich küsse doch eure Herzen, Freunde. Ich küsse doch eure Herzen. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und tut den Gefallen, Freunde. Abonniert den neuen Kanal, wo die Essensvideos kommen, wenn ihr darauf Bock habt. Auch aus dem Stadion. Und hier für weiterhin Stadionvlogs der klassischen Art. Ich küsse euer Herz.